Hallo, mein Name ist Suko, meine Damen und Herren. Falls ihr euch fragt, warum ich eine Sonnenbrille aufhabe, mit dem zweiten sieht man besser. Ich habe beim Boxen extrem auf die Fresse bekommen. Das hindert mich allerdings nicht daran, mir gemeinsam mit euch das Video Top 100 Items under Hydraulic Press The Best anzuschauen. Als erstes haben wir eine Cola-Flasche. Plastik. Oh mein Gott, die ist noch nicht gesprungen. Das sieht so aus, als wäre das Wachs oder Gelee oder irgendwie sowas. Die muss doch auch wegfetzen jetzt schon zur Seite. Ja, jetzt? Okay, krass. CDs, die werden halt direkt zerbrechen, ne? Was? Also ich hätte gesagt, die Colaflasche zerschellt oder springt zumindest weg und die CDs zerbrechen alle. Und ich lag bei beiden bisher falsch. Machen wir weiter mit einem kleineren Bohrer. Ja, der wird sich da durchfräsen. Ja, okay. Dann lag es daran, dass der andere einfach zu riesig war. Boah, krass, ne? Was so Hydraulikpressen für eine Wucht haben. Und dass sie auch alles kaputt kriegen, was dazwischen ist, außer dann die Platte hier drunter. Ja, guck mal, das ist halt echt brutal. Aber die Teile, die da drauf stehen, die müssen ja theoretisch wirklich da drauf genagelt sein. Was ist denn das? Ein Luftballon? Nee, was war das? Eine Kugel? Oder war das diese Monster-Kaugummis? Diese fetten Zuckerkugeln, die man früher ich habe das nie verstanden. Ich war aber generell nie so ein richtiger, ach guck mal, das ist eine Patrone, ne? Ich war generell nie so ein richtiger Süßigkeiten-Fan. Immer mehr so salzige Sachen eigentlich. Das hier sind Duplo-Steine. Lego Duplo, ich habe keine Ahnung genau. Wird auch auf jeden Fall komplett zerfetzt. Hier ein Backstein. Ey, das ist brutal. Es ist in irgendeiner Form, es ist extrem satisfying. Auf der anderen Seite. Oh mein Gott, der drückt sich einfach da rein. Guck mal, es ist ein Hundenapf. Werden so Hunde Näpfe gemacht? Schreibt sie unten in die Kommentare! Hier haben wir jetzt einen anderen Bohrer, also eine andere Hydraulikpresse, die... Was ist das? Geld? Geld nach unten durchpresst. Okay, krass. Da ist sogar so ein kleines Loch wahrscheinlich drin, dass er da dann vernünftig reingehen kann. Ja, sieht man ja, das geht ja auch noch unten runter. Hier eine 1-Euro-Münze. Was? Das kann man einfach so rausklicken? Oh mein Gott, was? Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre zusammen eine Münze und dann einfach irgendwie lackiert oder so. Also war auch kein Euro, glaube ich. Das ist ein Euro. Nee, auch nicht. Er hat es jetzt einfach wieder draufgelegt. Und versucht es jetzt mit der anderen Presse wieder. Ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Nee, er hat es wieder reingemacht. Lachkick. Ist das Euro? Nee, das ist kein Euro, ne? Das ist irgendwas anderes. Pound oder so. Hier haben wir wieder so eine Süßigkeitenkugel. Ich fände es auch mal interessant, dass von einem... Da kam irgendein Gelee raus. Was ist das hier? Steak? Nee, wieder ein Stein. Okay, das wurde aber auch vorgespult gerade. Ich finde es so interessant, was diese Teile alles kaputt machen können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt übelst sadistisch wirke oder ob die Aussage total skurril gerade vielleicht rüberkommen könnte. Aber was ist, wenn man da seine Hand runterlegt? Oder so einen Arm? Logischerweise wird das auch komplett zermalmt, aber wie das dann wohl aussehen würde? Boah, nee, will ich mir nicht vorstellen. Hier ein Handy. Oder war das ein Handy? Ich weiß nicht, ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich fühle mich auch so dumm, dass ich das die ganze Zeit mit so einer Sonnenbrille angucke, aber ich sehe halt wirklich komplett vermöbelt aus. Und ich bin die nächsten zwei Tage auf dem Festival, Alter. Ich werde komplett idiotisch da rumlaufen. Hier so eine Spirale. Alter, die ist auch gesprungen. Ey, das muss ja auch total gefährlich sein, wenn man dahinter steht. Da musst du ja eigentlich hinplatzieren und dann aus dem Raum rausgehen. Bevor du da irgendwas in die Fresse geschleudert bekommst oder so. Hier, Nokia-Handy. Denkt man immer, so unkaputtbar, wird hier auch komplett zerstört. Ich fände es auch mal interessant so, zu sehen, so wenn so satisfying Sachen gemacht werden. Weil hier, klar, Glas geht kaputt. Sprint zur Seite. Keine Ahnung, was ist das hier? Joghurt? Was ist das? Mehl? Was war das denn jetzt? Ich finde so... So eine Lavalampe. Oder so... So Pulver, diese Kügelchen, diese verschiedenen buntfarbenen oder so. Keiner weiß jetzt, was ich meine, aber ihr wisst, was ich meine. Hier nochmal eine Cola-Dose. Boah, okay, die ist direkt zersprungen. Was ist das hier? Das ist Papier. Lachkick, aber die haben schon interessante Ideen. Guck mal, wie sich das hochwellt. Was ist das hier? Brennendes? Nee, die zünden Münzen an. Schmelzen die dadurch? Nee, oha, guck mal. Die sich verfärbt haben und jetzt runterdrücken. Alter. Ey, ich glaube, wenn man so ein Ding zu Hause hätte, ne? Klar, diese Hydraulikpressen, die wurden halt gemacht für irgendwelche wirtschaftlichen Sachen. Dass man irgendwie Müll klein presst oder vielleicht auch für irgendwelche Produktionen von irgendwelchen Bestandteilen von irgendwie Computern, ich weiß es nicht. Aber es ist so lustig, damit einfach so Schwachsinn zu sehen. Oh nein, dass die da sogar Tee drin hatten. Ey, ich könnte kotzen.
Ist das hier ein Schloss? Ey, das ist ja auch irre, ne? Was diese Pressen für eine Macht, was für eine Kraft die haben müssen. Alter, wenn ihr wisst, das ist eine Mutter und war wahrscheinlich sogar so eine, wenn ihr seht, wie groß die Pressen sind, wahrscheinlich so eine große Mutter. Ja, logisch, dass so ein Plastikhelm da kaputt geht, das ist natürlich klar. Guck mal, ein Tresor. Alter, der fräst sich einfach durch den Tresor durch. Ey, das ist unfassbar. Ich finde sowas so interessant. Ich weiß nicht, kann sein, dass ganz, ganz viele von euch jetzt gerade schon abgeschaltet haben, weil sie sich denken, boah, ist überhaupt nicht interessant. Ach, guck mal. Ja, okay, ein Stein, das ist logisch, dass er irgendwie in der Mitte durchbricht. Ey, das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich... Bei so ein paar Sachen weiß ich halt nicht, was das ist. Was ist das? Eine Bowlingkugel? Nee. Eine Bowlingkugel ist ja hohl von innen, oder? Was ist das denn? Ist das eine Gasflasche? Das ist ja auch kein richtiger Fußball. Das ist ja auch irgendwas Komisches mit Gilet-Masse drin. Ey, ich finde das so verrückt zu sehen. Was haben die denn auch alles immer mit ihren Waffen? Generell, so ein YouTube-Kanal, das ist doch auch so pseudo-legal, oder? Hier haben wir einen Hammer. Also logischerweise Holz. Boah, Holz auch ein ganz, ganz interessantes Material irgendwie, ne? Aus was alles Holz ist. Oh Gott, ein Feuerzeug. Uff! Uff! Oh mein Gott, es gab auch früher so einen Kanal, der hieß The Slow-Mo Guys. Die haben einfach alles in Slow-Motion aufgenommen, wie die so eine Waffe gefeuert haben, wie die ein Feuerzeug angemacht haben, wie die in den Pool was haben fallen lassen und so. Das fand ich früher mal so interessant, als ich ein Kind war. Hier haben wir Glasplatten, die... Uff, ja, okay, krass. Eine nach der anderen geht hier kaputt. Ey, wer das auch immer alles nachher sauber machen muss, ne? Da denke ich mir, ey, wenn ich ein Video aufnehme, jetzt hier nicht mal eine Reaction gesprochen, das ist natürlich logisch, dass das sehr simpel ist, aber... Wenn ich auch irgendwie einen Vlog aufnehme, wenn ich irgendwie ein Gaming-Video aufnehme, euch irgendwelche Fails raussuche oder so, es geht halt nie irgendwas kaputt. Ich brauche nie irgendwelche Angestellten, die sich irgendwie um irgendwas drum kümmern, irgendwelche Mitarbeiter, irgendwelche Produktionsleute, Kameraleute oder so. Aber hier, das ist ja mit so viel Kosten verbunden, das ist wirklich unfassbar. Hier eine kleine Murmel. Geht auch kaputt. Ey, das Ding... Nee, guck mal, das Teil geht kaputt! Die Hydraulikpresse geht Schrott. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich gesehen habe. Oh Gott, ein iPhone. Guck mal, wie lange der Bildschirm noch an ist. Oh mein Gott, das Glas ist schon gerissen. Jetzt geht erst der Bildschirm aus. Und jetzt schraut der, guck mal hier, Gläser. Direkt kaputt. Ey, guckt euch das mal an, ne? Wie viele Glasscherben da überall sind. Das ist ja crazy. Naja, gut. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn euch diese Hydraulikpresse gegen verschiedene Gegenstände gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich würde am Ende nur noch sagen, mit dem zweiten sehe ich zumindest gerade aktuell gar nichts.